The trident. The bow and arrow. The axe. The great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You too. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limit, can't change his spots. You know nothing about me. Not a casualty of war. Don't! Howdy, folks. Willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Nadine. Ross. Was ist? Eine angenehme Überraschung. Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Was ist? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Leider. Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Was? Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen. Drei verschiedene Kriege. Und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Hm. Das heißt also nein? Es klingt nach nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Das ist die Idee. Oh, Scheiße! Na los! Wir müssen über den Fluss! Da sind sie! Schaltet sie auf! Oh! Okay. Oh!
vermisst. Hier drin, schnell! Was sollte das sein? Elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts. Über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden! Na los! Direkt hinter dir! Also, das ist gefährlich. Spring! Oh nein! Ach, nicht. Komm schon. Ist die Scheibe noch? Ja, weiter. Aufpassen! Oh, also echt jetzt! Oh, komm schon! Ja! Jo! Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahlen. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häusala geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in dem Gatz ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Aganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor.
Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Schöne Aussicht. Ja. Schöne Aussicht. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Häusala? Häusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Yep. Wenn er warte. Danke. Ah, wo ich ihn abgestellt habe. Hey, schau. Schon dabei. Ja. Mir geht's übrigens gut. Ja, war jetzt nicht gut. Und los geht's. Okay. Shit, das ist gut. Immer noch da unten? Yep, noch da. Ja, ich wollte noch mal nachfragen. Los, gib mir die Hand. Geht schon. Okay. Soll ich fahren? Nein. Macht mir nichts aus. Mir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Let's take a ride. Lass uns einfach die Ruhe genießen, okay? Eine blöde Frage. So viel dazu. Woher weißt du, dass der Stoßzahn noch hier ist? Sonst wäre er doch längst in einem Museum oder so aufgetaucht. Und ich habe keine Häusala-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Häusala gehört. Naja, das ist die Schuld ihres letzten Königs. Jung, leichtsinnig, trotzdem mit seinem Reichtum. Er baute für den Stoßzahn eine neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seine Haustür. Und jetzt uns. Und jetzt uns. Nur einen Moment. Oh. Ich kann warten. Shit. Oh,
Ich bin gleich zurück. Alles klar. Schau mal, Flamingo-Treffen. Schön. Schön, 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 schön. Denk mal. Wo geht's hier weiter? Ich guck schon. Oh, erfrischend. Danke für die Vorwarnung. Ey, ganz locker. Also, ist doch ganz nett hier in der Natur, oder? Raus aus der Stadt. Ruhiger. Kommst du oft hierher? Nein, nicht wirklich. Sieh mal an. Hosanna-Ruinen. Schaffen wir es durch das Tor? Ich sehe mal nach. Die alten Hauptstädte. Was haben wir hier? Halebid und Belur. Ich dachte, das sind Ganesha und Shiva. Da hat jemand aufgepasst. Ganesha war der Hüter von Halebid, der neueren Hauptstadt von Hosanna. Shiva war der Hüter der ehemaligen Hauptstadt, Belur. Ja, die Steinbilder sind wunderschön. Aber das ist wohl kaum eine Verteidigungsmauer. Bildhauerquartiere, dem Aussehen nach. Wir sind hier noch am Stadtrand. Wusste gar nicht, dass du Archäologin bist. Das wäre wohl eher mein Vater. Ich bin nur eine Diebin, weißt du noch? Hey. Hat der Wagen eine Seilwinde? Sieht so aus. Sehr gut. Damit werden wir das Tor schon aufkriegen. Ja, weißt du, willst du es einfach einreißen? Das habe ich vor. Oder hast du Dynamit? Das ist deine Show. Das heißt dann wohl nein. Die Wand sieht brüchig aus.
Razor, das Tor. Wie bin das vorne am Baden? Ja. Wo ist er denn? Kein Dynamit. Alles okay. Alles klar da oben? Yep, alles okay. Ich habe übrigens Ganeshas Stoßzahn gefunden. Das war's dann. Okay, wo waren wir? Du wolltest gerade ein uraltes Tor runterreißen. Ja, genau. Dann mal los. Ja, schön dran, oder? Du bist so ruhig. Ich bin nur überrascht. Ich dachte, du wärst eher der Typ, keine Spuren hinterlassen, wenn es um Ruinen geht. In diesem Beruf kann dich Sentimentalität umbringen. Bleib hier. Okay, geh nur. War das Absicht? Sagen wir mal ja.
das ist ein anderes Tor. Moment mal, geh nur. Warte hier. Gut, ja. Ich warte. Ich hab den Weg. Geschafft. Stopp. Pass auf. Oh. Gut erkannt. Scheiße. Er hat ein ganzes Bataillon dabei. Und drin sind vielleicht noch mehr. Hey, ist doch schmeichelhaft, dass er uns so ernst nimmt. Wir müssen durch dieses Tor. Okay, immer mit der Ruhe. Erst müssen wir diese Clowns ausschalten. Hast du einen Plan? Ja. Klar. Hm.